HVO 100 als neuer Kraftstoff erobert die Transportwelt. Zwar gibt es den neuen Ökokraftstoff noch längst nicht flächendeckend und doch steigt die Nachfrage sozusagen von Tag zu Tag. Die Firma Heuer, BV und Co. KG bietet HVO 100 inzwischen an 32 Autohöfen und Tankstationen an und verfügt damit über das zurzeit dichteste Netz an HVO-Stationen im Bundesgebiet. HVO 100 reduziert die CO2-Belastungen von jetzt auf gleich um bis zu 90%, wirkt sich also positiv aufs Klima aus. Die Rohstoffe dazu müssen nicht extra für die Kraftstoffproduktion angebaut werden. Der umweltfreundliche Diesel ist sozusagen ein Abfallprodukt, das veredelt wurde. Die laufende Diskussion um den neuen Kraftstoff ist aber geprägt von vielen Vorurteilen. Auslöser dafür ist, dass nach dem politisch beschlossenen Ende des Verbrenners mit HVO 100 ein deutlich umweltfreundlicherer Kraftstoff zugelassen wurde. Wenn man so will, hat dies einen ideologischen Richtungsstreit ausgelöst, bei dem die wirklichen Fakten über die Herstellung des Kraftstoffes auf der Strecke geblieben sind. Aber woraus besteht HVO 100, wie ihn Heuer anbietet und zu 100% aus Skandinavien bezieht, also wirklich? Zum Beispiel aus Grundstoffen aus der Papierindustrie. Bei der Papierherstellung wird Holz aufgetrennt, einmal in Zellulose und einmal in Lignin. Lignin ist der hölzerne Bestandteil und dieses Hölzerne wird dann als Grundstoff für unser HVO 100 in Skandinavien verarbeitet. Dazu kommen noch andere pflanzliche Abfälle, aber es ist kein Frittenfett, es sind keine tierischen Bestandteile, die da verarbeitet werden, einfach nur pflanzliche Abfälle. Es wird keine Pflanze angepflanzt. Vor 20 Jahren hatten wir das mit Palmöl. Nur Palmöl ist halt nicht nachhaltig und das ist auch nicht die Idee der skandinavischen HVO-Hersteller. Längst haben sich viele Betriebe von der Alltagstauglichkeit des neuen Kraftstoffes überzeugen lassen. Das sind nicht nur namhafte Speditionen überall in Deutschland, sondern auch große Fuhrparks. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, kurz Straßen-NRW, ist ein solcher Betrieb. In der Niederlassung Winterberg und an 6 weiteren Standorten in Ostwestfalen wurde HVO 100 bereits mit großem Erfolg auf Herz und Nieren getestet. Und egal ob Lastwagen, Transporter, Unimox oder Traktoren, in den Niederlassungen gibt es mit HVO 100 nur noch einen Kraftstoff, der getankt wird. Während es in Winterberg und in Salzkotten längst soweit ist, ist die landesweite Einführung des neuen Kraftstoffes an allen 60 Straßen-NRW-Standorten zum 1. Januar 2025 vorgesehen. Aber auch hier ist es unglaublich, wie kritisch der Einsatz von HVO 100 zunächst betrachtet wurde. Straßen-NRW hat uns gezeigt, welche Hürden wir nehmen müssen. Wir mussten bei Straßen-NRW erst die preisliche Hürde nehmen. Der Rechnungshof hat gesagt, das ist uns zu teuer, das nehmen wir nicht. Dann hatten wir die nächste Hürde, dass das Umweltministerium keine alternativen Kraftstoffe wollte, sondern alternative Antriebe. Und diese Hürde mussten wir dann auch nehmen. Und mit den Daten, die HVO einfach hat, die Umweltbilanz, die positive, hat dann das Umweltministerium denen zugestimmt und mit dem Wegfall der viel höheren Preisaufschläge hat dann der Rechnungshof dem auch zugestimmt und so haben wir dann auch daraus gelernt, welche Hürden uns tatsächlich begleiten. Bei Straßen-NRW sind es die öffentlichen Ämter, bei der Spedition ist es der Einkauf, da ist es das Controlling. Wir haben ganz viele Hürden, die wir an Straßen-NRW lernen konnten, die wir jetzt auf jeden Kunden auch runterbrechen können. HVO 100 ist, weil er noch längst nicht so stark nachgefragt wird wie normaler Diesel, natürlich einige Cent teurer. Doch wird dieser Preisaufschlag aufgrund seiner höheren Klimafreundlichkeit inzwischen vielerorts akzeptiert. Doch kommen wir zurück zur Alltagstauglichkeit von HVO 100 und den Erfahrungen, die die Mitarbeiter der Niederlassung Winterberg von Straßen-NRW mit dem neuen Kraftstoff gemacht haben. Am Anfang war es jedenfalls ganz schön ungewohnt, einen Kraftstoff zu tanken, mit dem man nie zuvor unterwegs war. Es fängt schon beim Betankungsvorgang an. Der HVO 100 ist quasi fast geruchsneutral. Es fühlt sich an, als wenn man Wasser in den Tank einfüllen würde. Es riecht überhaupt nicht, es schmiert auch nicht, wenn man irgendwie was an die Hand kommt oder so. Man ist am Anfang erstmal skeptisch, wenn man quasi ein Fahrzeug befüllt, was dieses Medium noch nie getankt hat. Man macht sich schon Gedanken, kann man jetzt fahren wie mit normalem Diesel oder habe ich nach 100 Metern schon die ersten Probleme?
Aber im Nachhinein ist das ja nicht bestätigt worden. Es hat alles gut geklappt. Alles hat gut geklappt. Keinerlei Auffälligkeiten, Probleme oder Beanstandungen an den Lkw-Transportern, Unimox oder Traktoren. HVO 100 kann wirklich problemlos getankt werden, sagt denn auch der Werkstattleiter der Niederlassung von Straßen NRW in Winterberg, Martin Funke. Auch er fasst nach dem halbjährigen Test bei Eurotransport TV seine Erfahrungen zusammen. Also wir haben mehrere Produkte hier auch auf dem Platz, verschiedene Lkw-Sorten auch vom Hersteller her. Wir haben auf allen Lkws das gleiche HVO 100 gefahren. Ob das ein kleiner Transporter ist oder der große Lkw, gibt man bei auch mehrere von. Auf Rüttelplatten, die großen Mähgeräte, die mit Dieselkraftstoff laufen, auch HVO 100. Keine Probleme, problemlos gelaufen. Also bei den Schleppern zum Beispiel haben die Kollegen gesagt, dass sie also mehr Leistung hätten. Bei den Lkws oder sowas, bei den Spaten haben wir es also nicht so festgestellt. Die Laufkultur, meinen einige Kollegen, wäre besser, also ruhigeres Laufverhalten von den Motoren. Aber ansonsten alles gut. Und der Einsatz von HVO 100 bei Straßen NRW hat sich inzwischen herumgesprochen. Grundsätzlich gilt, dass viele Branchen eigentlich nur auf die Erfahrungen anderer warten und erst dann loslegen bzw. den Kraftstoff wechseln. Das gilt ganz besonders in ländlichen Regionen, also auch dem Sauerland, die aus vielerlei Hinsicht auf eine möglichst hohe Umweltverträglichkeit achten. Wir haben hier oben in der Wintersportregion kamen die Schiefbetreiber auf uns zu und haben gefragt, wie wir so mit den Ergebnissen zufrieden waren mit dem HVO 100. Und wir konnten ja durchweg nur Positives berichten. Wir hatten keine Probleme mit Motoren, Filtern oder sonstigen Anbauteilen. Also wir waren damit sehr zufrieden. Deutlich distanziert sich die Firma Heuer von allen Vorwürfen, die den HVO 100 Anbietern generell Greenwashing, also Umweltschwindel, vorwerfen. Die Herkunft dieses Heuer-Kraftstoffes lasse sich lückenlos nachweisen und auch kontrollieren. Unwissenheit und Halbwissen seien zurzeit die größten Hemmnisse bei der Einführung von HVO 100. Ein Kraftstoff übrigens, der schon seit 2001 aus Gründen der Nachhaltigkeit und mit großem Erfolg beim Truckrennsport eingesetzt wird und inzwischen nahezu überall in Europa weit verbreitet ist. In Skandinavien, da wo die großen Produzenten sind, war HVO 100 schon seit vielen Jahren verfügbar an jeder Tankstelle. Die Bevölkerung wurde da abgeholt, es wurde ganz normal getankt. Und dann ist es über Skandinavien, dann runter über Benelux, Italien gekommen. In Spanien konnte ich es immer schon tanken. Und da ist die Bevölkerung viel besser abgeholt worden, viel mehr informiert worden. Und in Deutschland ist halt der Informationsfluss nicht da gewesen. Und es war von der Regierung her die alternativen Antriebe wichtiger wie der alternative Kraftstoff. Und deswegen ist es in Deutschland etwas zum Stocken gekommen. Auch auf der Tour der Legenden, der Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge, wird im September 2024 übrigens erstmals HVO 100 getankt. Ein Beweis dafür, dass der neue Kraftstoff selbst für Oldie-Lastwagen geeignet ist.